Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Filuka unterwegs. In der letzten Episode habe ich angefangen, diesen Tunnel hier zu bauen. Dieser Tunnel führt zu dem Ocean Monument, zu dem Wassertempel, den man da hinten durchs Wasser schimmern sehen kann. Und was für ein Aufwand das war, den von Wasser zu befreien, zeige ich jetzt mal kurz in einer kleinen Montage. Das hat mich ungefähr eine Stunde gekostet. Ich habe jetzt alle meine Wertsachen hier abgelegt in dieser Kiste. Und jetzt werde ich diesen Tunnel benutzen, um mich endgültig um die letzten zwei verbleibenden Elder Guardians zu kümmern. Damit ist dann nämlich die Mining Fatigue weg. Und sobald die weg ist, kann ich mich darum kümmern, aus diesem Tempel eine Farm zu machen. Was nämlich eigentlich ganz nett wäre, die Prismarinblocks, die es hier in diesem Tempel gibt. Trinken wir mal eben schnell die Zaubertränke. Die brauchen wir jetzt nicht. Das können wir eventuell gebrauchen. Und ein paar Blocks können auch nicht schaden. Diese Prismarinblöcke, die finde ich eigentlich ganz hübsch. Ja, da ist die Mining Fatigue. Man kann sie nur leider hier unter Wasser nicht abbauen, solange die Elder Guardians hier noch unterwegs sind. Die verpassen einem nämlich innerhalb von Sekunden diese Mining Fatigue und damit, du bist selbst schuld, wenn du dich mir in den Weg stellst. Und damit ist das mehr oder weniger unmöglich. Es dauert minutenlang. Ich habe das in der Montage ja gezeigt, wie lange es dauert. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich die irgendwie, hier geht's nicht nach oben. Angeblich sollen die in, hier geht's nach oben. Angeblich sollen die in den oberen Räumen, in diesen Tempeln sein, in diesem Monument sein. Und wie gesagt, um die Mining Fatigue loszuwerden, muss man die Elder Guardians erlegen. Und ich habe es vorher gesagt, dass es bis zu drei gibt. Wie ich jetzt rausgefunden habe, gibt es genau drei. Einen habe ich bei unserem ersten Besuch hier im Tempel erwischt. Und die anderen beiden, die versuche ich jetzt zu kriegen. Die
Die Tempel selber werden durch einen Zufallszahlengenerator erzeugt. Das heißt, jeder Tempel hat sein ganz eigenes Layout, seine ganz eigenen Räume. Und ich habe mich schon wieder kräftig verirrt. Da geht's noch mal weiter nach oben. Wenn ich's denn treffen würde. So. Kleinen Snack zwischendurch. Das Schwimmen ist doch im Verhältnis zum Laufen eine ganze Ecke anstrengender. Hier war ich anscheinend schon mal. Ich habe auch immer noch die Mining Fatigue, das heißt, ich kann nicht einfach durch die Decke brechen. Das wäre das Einfachste, weil ich hier schon... Da ist ein Elder Guardian. Da ist ein Elder Guardian. Dich kriege ich. Zwei geschafft. Einer bleibt noch. Einer bleibt noch. Hier geht's anscheinend nirgendwo weiter. Gut, dann tauchen wir mal wieder ab und schauen, ob wir irgendwo anders noch so ein Loch finden in der Decke oder ähnlich geartete Durchgänge. Es wäre natürlich großartig, wenn dieser Tempel so generiert wäre, dass der letzte Raum, in dem so ein Elder Guardian ist, aus dem Innern überhaupt nicht erreichbar ist. Ein bisschen um die Pfeiler tänzeln. In der Hoffnung, dass mich die normalen Wächter hier nicht erwischen mit ihren Laserstrahlen. War ich hier oben schon? Ich glaube ja. Da geht es noch mal weiter nach oben. Okay, es kommt doch ein bisschen überraschend. Das war nicht der Durchgang, den ich gesucht habe. Hier vielleicht. Nee, das ist derselbe, da war ich schon mal. Dann schauen wir hier nochmal. Auch nichts zu finden. Nochmal einen kleinen Snack zwischendurch. Nein, 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 das lässt du. Die sind doch in der Tat ziemlich unangenehm. Schnell unter Wasser, brauchen mehrere Hits. Da ist noch ein Durchgang. War ich hier schon? Ja, das kommt mir doch bekannt vor. Obwohl es eigentlich hier innen alles sehr ähnlich aussieht. Ja, viel zu viele von euch, viel zu viele von euch. Stellen wir uns erstmal hier in die Ecke und nehmen noch einen kleinen Snack zu uns. 30 Sekunden noch.
dann muss ich zusehen, dass ich meine Tränke erneuere. Ich habe mir vorsichtshalber mal... Oh, hier ist der Ausgang. Gut, dann probieren wir mal eine neue Taktik. Von oben kommt man gar nicht rein. Gut, die Taktik war keine gute Idee. Da fängt's zu flackern an, das heißt, in wenigen Sekunden, so, sind unsere Tränke durch. Dann wollen wir die mal erneuern. Wie man an meiner Rüstung sieht, das nimmt doch einiges an Schäden. Einmal Swiftness, einmal Night Vision, einmal Water Breathing. Und vorsichtshalber Healing dahinlegen. Ein Elder Guardian ist noch über. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt so, als ob hier irgendwo ein Guardian, ein Wächter auf im Trockenen liegt. Aber ich wüsste gar nicht, warum das so sein sollte. Es gibt hier eigentlich überhaupt keine Luftblasen in diesem Bau. Ich habe natürlich noch eine Minute Mining Fatigue. In diesem Kasten müssten eigentlich 8 Blöcke Gold sein. Das ist natürlich auch ein ganz netter Bonus, eine ganz nette Beute, wenn man es denn schafft, den aufzubrechen, was mit Mining Fatigue überhaupt nicht geht. Okay, noch einer weniger. Da ist der dritte Elder Guardian. Gleich bist du fällig erwischt. Damit müsste das Thema Mining Fatigue endgültig erledigt sein. Okay, können wir uns hier kurz aufhalten, ohne dass uns die halbe Welt verfolgt. Mining Fatigue ist weg und kommt anscheinend auch nicht wieder. Dieses Ocean Monument ist geknackt. Großer Erfolg. Wir haben 5,5 Minuten. Ah ja, ich glaube, hier war ich noch gar nicht drin. Dann wollen wir doch mal anfangen. Stück für Stück die Blöcke abzubauen. Es ist eine ganze Ecke einfacher als... Ah, die Laternen kriegt man nicht mit normaler... Da braucht man Silk Touch, vermute ich. Okay, den dunklen Prismarin, den normalen Prismarin. Nein, Prismarin Brick heißt der hier, glaube ich. Prismarin Brick, Prismarin und Dark Prismarin. Okay, die haben wir. Da nehmen wir uns mal ein paar von mit. Dann können wir die als Farbmuster benutzen. Und die Lampen, da schwimmen wir mal eben zurück. Ah, direkt vor dem Ausgang. Ja. Entspannt euch, Jungs, entspannt euch. Ich bin schon weg. 4 Minuten, das reicht mir. Dann kann ich mal eben zurück auf unsere Insel.
und mir meine Silk Touch Spitzhacke holen. Oh, Nacht hier draußen. Ich habe in der Zwischenzeit dann auch unsere Insel hier großzügig ausgeleuchtet. Hier dürfte also nichts mehr spawnen. Auch das Loch, das wir hier noch im Boden hatten, habe ich aufgefüllt, sodass man hier problemlos schlafen kann. Im Ender Chest müsste sie liegen. Das ist sie nicht. Das ist sie. Nochmal einen kleinen Snack zwischendurch. Und dann sprinten wir schnell zurück, damit wir noch den Rest vom Water Breathing und Night Vision ausnutzen können, um ein paar dieser Laternen zu holen. Die finde ich eine ganze Ecke schicker als die Glowstone-Blöcke und als die wie heißen sie denn noch? Die Laternen, die man mit Glowstone machen kann. Redstone-Lampen heißen sie, glaube ich, einfach. Komm her. Du? Oh ja, gleich so viele von euch. Aber ihr verfolgt mich nicht. Dann verfolge ich euch. Aber jetzt, wo die Elder Guardians erledigt sind, kann ich mir dann Gedanken darüber machen, wie man das hier unten so einrichtet, dass man die Guardians farmen kann. Die sind die einzige erneuerbare Quelle für dieses ganze Prismarin-Zeugs. Hier ist doch irgendwo einer. Aber wo? Irgendwo ist hier einer am, ich wollte sagen, ertrinken, aber das ist ja bei denen eigentlich eher ersticken, wenn die dann auf trockenem Land oder in der Luftblase sind. Die Guardians spawnen auf der Grundfläche von zu dir komme ich gleich. Auf der Grundfläche von diesem Tempel, das ist so. Um es genau zu sagen, ist es ein Quader von 57 mal 57 Blöcken in X- und Z-Richtung. Der Mittelpunkt ist, kann ich gleich zeigen, wenn ich hier, oh ja, so viele von euch, wenn ich hier den Ausgang finde auf die Schnelle oder mir einfach einen mache. Okay, das, ja, so geht's auch aus. Und da ist auch meine 4 Minuten sind um. Vom Mittelpunkt dieses Bauwerks 57 mal 57, das heißt, grob geschätzte 28,5 in jede Richtung. Und von einem Block über dem, ja, ich bin ja schon weg. Entspannt euch. Bin schon auf dem Weg nach Hause. Von einem Block über dem höchsten Punkt des Wassertempels bis zu einem Block über der Grundfläche des Wassertempels. Das ist der Bereich, in dem die Wächter spawnen. Und die spawnen nur im Wasser. Das heißt, wenn ich da im Prinzip
eine Begrenzungsmauer drumherum baue und dann das ganze Wasser entferne in diesem Bereich und das nur dahin mache, wo ich sie steuern kann. Das heißt zum Beispiel 2 Blöcke breit, senkrecht mit einem abwärts laufenden. Worauf zielen die eigentlich? Ah, wahrscheinlich auf die Squids. Mit einem abwärts laufenden Gefälle, dass die in einem Wasserstrom, dass die automatisch zum Beispiel in eine Ecke transportiert werden und sie da dann auf trockenes Land fallen lassen durch ein Gitter aus Eisengittern oder Zäunen oder sowas oder vielleicht über ein 2x2-Loch mit Schildern oder sowas. Das könnte man überlegen. Ist auf jeden Fall eine ganze Ecke, die man machen muss. Ein ziemlich großes Bauwerk. Und das heißt natürlich auch, wenn der Plan nicht richtig funktioniert, ziemlich viel Zeit, die man in den Sand setzt damit. Da muss ich noch ein bisschen nachlesen, wie das genau funktioniert mit den Spawn-Mechaniken, mit den Guardians und den, wie man sie am effizientesten umlegen kann. Ich habe mich dann auch entschlossen, diese Landzunge erstmal so zu lassen. Ich werde die hier oberflächlich mit Sand und Sandstein abdecken, damit es nicht ganz so hässlich aussieht. Und wenn dann, wenn ich dann das hier in eine Prismarinfarm umgebaut habe, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man einen oberirdischen Zugang hat. Und dieses monumentale Bauwerk, diese Wand im Wasser, ich denke, damit kommen wir klar, die wird keinen groß stören. Ich kann ja da hinten weiter dann das Ganze 2, 3 Blöcke übers Wasser erheben, sodass man dann mit dem Boot drunter fahren kann. Ich denke, da werde ich mich mit meinen Mitspielern schon einigen können, wie wir das handhaben wollen. Insgesamt war das aber durchaus ein erfolgreicher Fischzug gerade. Einiges an spannenden neuen Blöcken, 2 Schwämme noch dazu. Ich habe irgendwo schon einen, den habe ich vermutlich schon nach Hause gebracht. Ein paar Fische, die droppen die auch. Das geht eine ganze Ecke schneller als Angeln. Und die Kristalle, mit denen kann man die Lampen machen. Die Shards, mit denen kann man die anderen Blöcke machen. Ja, und ich habe nicht mal viele Tränke gebraucht. Ich denke, das war durchaus lohnend. Ich werde jetzt meinen Kram zusammenpacken, alles, was ich von hier mitnehmen will, nach Hause in meine Bastelbude bringen. Das hier mache ich noch ein bisschen schicker. Das ist erstmal nur, naja, ich will nicht sagen provisorisch. Es ist schon ein bisschen mehr als provisorisch, aber das ist erstmal ein Rohentwurf. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.